was geht ab? Peace on the Born Dollar. Ich begrüße jeden einzelnen von euch und hoffe, euch geht es gut. Zum nächsten Tutorial in Minecraft begrüße ich erstmal euch und der Sandro erstmal herzlich willkommen. So, heute geht es mal in diesem Tutorial um das Magic Feuer im Wasser zu haben. Es ist ganz locker und easy. Was brauchen wir dafür? Das schauen wir jetzt uns zusammen an. Einen Eisblock, ein Netherrack, ein Feuerzeug, in dem wir das Netherrack einfach mal unendlich brennen lassen in Minecraft. Einen beliebigen Block in diesem Fall habe ich mir ausgewählt, diesen Quarzblock, weil wir haben ja schon mal vorab gearbeitet. Wir sind auf der flachen Welt und mussten erstmal ein Loch graben, um Wasser reinzutun. Ihr könnt das natürlich im Survival natürlich ganz locker und easy nachbauen. Das heißt, ihr geht einfach ins Wasser rein, so wie ich und Sandro. Hey Sandro, was geht ab? Verseuch bitte nicht das Wasser hier, sonst ne, blub blub. Sondern wir machen jetzt zuallererst ein Loch hier hin. So, dort tun wir den Netherrack rein und dann machen wir einfach nur hier ein Loch hin, hier ein Loch, dort ein Loch und wieder mal hier ein Loch. So, auf diesen Block hier tun wir einmal den Quarzblock hin, danach tun wir hier oben den Eisblock hin, dann gehen wir hier an der Seite und tun überall einmal den Quarzblock nochmal hin. Nicht dort, sondern überall, wo das Loch ist. So, dann können wir natürlich uns aussuchen, wo wir auch hingehen, um diesen Block einmal abzuschlagen. Diesen schlagen wir ganz locker und ab und diesen hier wieder mal auf. Dann nehmen wir diesmal das Feuerzeug, das letzte Item in diesem Fall, zünden es an, machen dann die restlichen Blöcke weg. Sandro, mach die mal bitte weg. Dankeschön. Und wir sehen es, das Feuer im Wasser brennt. Einfach nur episch. Guckt euch das einfach mal an von oben, wie das aussieht. Hammergeil. Ihr könnt das natürlich auch zumachen hier oben mit Glas. Dann denken die Leute, what the fuck, das sieht einfach nur episch aus. Also Leute, ob man damit Leute trollt, das müsst ihr selber überlegen. Aber ich bin jetzt erstmal raus. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und hoffe, euch hat das eigenermaßen gefallen. Wenn das der Fall ist, ihr wisst Bescheid. Auf jeden Fall den Like-Button benutzen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video mit Sandro. Haut rein, euer auch Number One Dollar. Bis dahin und tschüss.